Das ist voraussichtlich die letzte Rede, meine letzte Rede als Bundestagsabgeordnete, weil ich mich nach 23 Jahren Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag dazu entschieden habe, nicht erneut anzutreten. Deswegen ist ein bisschen Wehmut dabei bei dieser Rede. Aber ich muss sagen, ich bin meiner Fraktion sehr, sehr dankbar, dass ich ausgerechnet zu diesem wichtigen Thema meine letzte Rede hier im Deutschen Bundestag halten darf. Ein Thema, wo wir deutlich machen, wir durchstoßen erneut eine gläserne Decke, die qualifizierte Frauen davon abgehalten hat, wodurch sie abgehalten wurde, in Führungspositionen zu kommen. Und wir verschaffen dem Grundsatz, dass Qualifikation das Alleinentscheidende sein muss bei der Besetzung von Positionen und nicht eben das Geschlecht. Diesem Grundsatz verschaffen wir damit weiter Durchbruch, meine Damen und Herren. Und das hört sich so einfach an. Und es hört sich auch so selbstverständlich an, dass die Qualifikation das alles Entscheidende ist. Aber das war ein harter Kampf. Entschuldigen Sie, Frau Ministerin, darf ich bitte um etwas mehr Ruhe und Anstand bitten? Danke. Und das hört sich so einfach an und so selbstverständlich. Aber ich kann Ihnen aus diesen 23 Jahren berichten, dass das ein harter Kampf war. Schon in meiner ersten Legislaturperiode, wir waren 2001 schon mal fast davor, eine Quote für Aufsichtsräte zu beschließen. Das war damals noch nicht mal der Fall. Und wir waren kurz davor und dann gab es ganz viele Stimmen aus der Wirtschaft, die haben gesagt, das braucht ihr nicht gesetzlich zu regeln. So eine Quote brauchen wir nicht. Das machen wir ja schon aus eigenem Interesse, weil wir die vielen gut qualifizierten Frauen in unseren Unternehmen haben wollen. Wir haben uns damals davon überzeugen lassen. Und danach ist lange nichts passiert. Es hat sich nichts verändert an der Quote, in der Frauen entsprechend berücksichtigt wurden. Und deswegen haben wir im Jahr 2015 dann die Quote für Aufsichtsräte beschlossen. Ein ganz wichtiger Schritt. Und heute gehen wir eben diesen Schritt weiter mit der Quote in Vorständen. Ich sage es, es ist ein ganz wichtiges Signal an Frauen. Euch steht alles offen. Ihr könnt jeden Beruf ergreifen. Euch steht die Welt offen, wenn ihr entsprechend qualifiziert seid. Nutzt die Chance. Und das ist ein wichtiges Signal, das ich auch gerne von dieser Stelle aus senden möchte. Das alleine reicht aber nicht, sondern da ist noch viel Arbeit zu leisten, dass eben auch die Bezahlung dann stimmt und dass es da dann nicht wieder hapert und da Unterschiede gemacht werden. Auch da muss der Grundsatz gelten, die Qualifikation und nicht das Geschlecht entscheidet. Da haben Sie für die Zukunft noch richtig viel zu tun. Da sind wir noch lange nicht da, wo wir eigentlich schon längst sein sollten. Dafür wünsche ich Ihnen allen alles Gute, viel Erfolg. Und genauso konstruktive Verhandlungen, wie ich sie in diesen 23 Jahren erleben durfte. Es waren gute Verhandlungen immer, in den meisten Fällen waren sie konstruktiv. Und in den meisten Fällen ist man auch fair mit mir umgegangen. Und ich wiederum hoffe, dass ich ebenfalls fair mit all denjenigen umgegangen bin, die mit mir verhandelt haben. Ich weiß, ich kann manchmal sehr beharrlich sein und auch immer wieder mit dem gleichen Thema ankommen. Das nervt vielleicht manchmal, aber es ist auch notwendig. Denn nur Beharrlichkeit führt zum Ziel. Das kann man gerade bei diesem Thema auch sehen. Sollte ich dennoch jemandem mal auf den Fuß getreten sein, dann bitte ich dafür um Entschuldigung. Es war nie persönlich gedacht, sondern hatte was damit zu tun, dass ich eben auch für diese Themen brenne. So, und jetzt hat die Präsidentin Pau vorhin aufgefordert, bei den letzten Reden dann nicht allzu viele Dankesworte zu verlieren. Ich sage Danke an alle, werde es bei ganz vielen auch noch persönlich sagen. Und ich möchte mich verabschieden mit einem Satz aus einem Lied der wunderbaren Trude Herr. Niemals geht man so ganz. Vielen Dank. Christine Lamprecht war das. Und ja, da musste ich eben auch zweimal hinschauen. Aber natürlich ist sie ja auch Bundesfamilienministerin seit dem Rücktritt von Franziska Giffey. Hat jetzt hier also zum Schluss der Legislaturperiode zwei Ämter ausgeführt. Seit dem 20. Mai, da ist Franziska Giffey ja zurückgetreten aufgrund der Debatte um ihre Doktorarbeit, die ja auch gestern wurde ihr der Doktortitel aberkannt von der Freien Universität Berlin. In der Debatte geht es jetzt hier weiter mit Mariana Iris Haarder-Kühnel für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Die Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus. In einem der letzten Gesetzesentwürfe dieser Legislaturperiode soll den Vorständen von Unternehmen vorgeschrieben werden, wie sie künftig besetzt sein müssen.
Ist der Vorstand eines börsennotierten Unternehmens mit mehr als 3 Mitgliedern besetzt, muss mindestens eines davon eine Frau sein. Damit greift die GroKo nicht nur erneut schamlos in die unternehmerische Freiheit ein, sondern ebnet einmal mehr den Weg in Richtung Sozialismus. Das entscheidende Merkmal, die Qualifikation, spielt künftig keine Rolle mehr. Einzig das Geschlecht entscheidet über die Besetzung der Unternehmensführung. Eine Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland ist durch solche Eingriffe kaum zu erwarten. Dass ausgerechnet die Union dabei mitmacht, ist auch keine Überraschung. Sie bietet sich damit ihrem zukünftigen Koalitionspartner an, denn schließlich haben sich die Grünen laut Wahlprogramm die Etablierung einer feministischen Regierung zum Ziel gesetzt. Zum wiederholten Male wird deutlich, wer schwarz wählt, der bekommt grün. Wer dagegen Freiheit statt Bevormundung will, der sollte blau wählen, meine Damen und Herren. Denn Frauenquoten sind ein Mittel des Zwangs. Sie greifen zutiefst in die grundrechtlich garantierte Eigentumsfreiheit aus Artikel 14, in die Berufsfreiheit aus Artikel 12 sowie die Gleichberechtigung von Mann und Frau aus Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz ein. Namhafte Staatsrechtler lehnen sie daher ab. Es lässt sich verfassungsrechtlich einfach nicht rechtfertigen, Unternehmen in Bereichen, in denen es keine ausreichend qualifizierten Frauen gibt, zu verpflichten, untaugliches Personal einzustellen. Man sieht, die ganze Debatte um Frauenquoten stiftet nur Chaos und Widersprüche. Und sie ist darauf ausgerichtet, grundlegende Rechtsprinzipien wie die Vertragsfreiheit und die Privatautonomie zugunsten einer feministischen Planwirtschaft abzuschaffen. Denn um nichts anderes handelt es sich hier. Quotenregelungen und Sanktionen bei Nichtbefolgung sind mit den Prinzipien der Marktwirtschaft und einer freiheitlichen Gesellschaft nicht zu vereinbaren. Eigentlich müsste ja hier auch die FDP aufbegehren, die sich ja die unternehmerische Freiheit ans Revers geheftet hat. Aber was Sie, liebe Freidemokraten, in Ihrem Antrag fordern, das lässt dann nun wirklich die Kinnlade herunterfallen. Sie schlagen ein Verbot für Arbeitsmeetings nach 16 Uhr vor. Sie streben mehr Geschlechtervielfalt in Führungsetagen an. Und Sie fantasieren von Diversity als Erfolgsfaktor. Das ist Anpassung an den kulturmarxistischen Zeitgeist. Dass man Frauen auch ganz ohne Zwang, ganz ohne Ultrafeminismus, ganz ohne Genderismus in Führungsetagen bringen kann, zeigt übrigens das angeblich ach so reaktionär-konservative, ach so erzkatholische Polen. Dort werden Mütter und Hausfrauen nicht von einem linken Mainstream zu Menschen zweiter Klasse degradiert. Dort wird nicht durch einen übergriffigen Staat propagiert, welche Rollen Mann und Frau in Familie und Beruf zu spielen haben. Das Ergebnis? In Polen liegt der Anteil an Frauen in Führungspositionen bei 44%. Im Bund diversen Deutschland hingegen nur bei 28%. Wenn Sie also schon möglichst viele Frauen in Vorstandspositionen bringen wollen, dann nehmen Sie sich doch bitte frauenpolitischen Nachhilfeunterricht bei unseren östlichen Nachbarn. Aber auf keinen Fall sollte man wie vorliegend auf Mittel des Zwangs setzen. Und Frauenquoten sind ein solches Mittel. Frauenquoten produzieren Quotenfrauen. Und glauben Sie mir, keine Frau will als bloße Quotenfrau abgestempelt werden. Wir von der AfD sagen ganz klar, starke Frauen brauchen keine Quoten. Vielen Dank. Die AfD-Fraktion ist gegen eine Frauenquote. Das hat hier ihre Obfrau im Ausschuss für Familien, Senioren, Frauen und Jugend noch einmal ausgelegt. Auf sie folgt jetzt Nadine Schön, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Sehr geehrte Frau Präsidentin, das Pult ist ein bisschen hoch für meine Größe. Vielleicht kann man das noch ein bisschen runter machen. Das wäre sehr nett. Vielen Dank. Erstmal will ich seitens unserer Fraktion Ministerin Lamprecht alles Gute wünschen für ihre Zukunft. Vielen Dank für die Zusammenarbeit in den letzten 4 Jahren, meistens als Justizministerin, wo wir ja auch Überschneidungen hatten, und dann jetzt in den letzten Wochen auch als Familienministerin. Und nehmen Sie die Grüße gerne auch mit an Franziska Giffey, von der wir uns im Hohen Haus leider nicht mehr verabschieden könnten. Auch alles Gute. Wir
setzen heute ein sehr, sehr wichtiges Gesetz um. Und deshalb bin ich ein bisschen traurig, Frau Ministerin, dass Sie nicht noch darauf Bezug genommen haben, was wir eigentlich im parlamentarischen Verfahren noch verändert haben an diesem Gesetz. Wir haben nämlich ein gutes Gesetz noch mal ein gutes Stück besser gemacht. Es ist ja leider so, dass wenn man Vorstand ist in einem Konzern, in einem Unternehmen oder in einem Start-up und man wird schwanger, bekommt ein Kind, dann kann man nicht in Mutterschutz gehen. Ist das unfair? Ja, denn diese Schutzfrist in den ersten Wochen, die braucht eben jedes Baby und jede Frau. Und deshalb haben wir das mit diesem Gesetz geändert. Und diese Änderung geht auf eine Initiative zurück, Stay on Board, wo Verena Pauster auch heute hier ist und wo sich viele Frauen und Männer aus der Wirtschaft dafür eingesetzt haben, dass wir es ermöglichen, familienbedingte Auszeiten zu nehmen für den Mutterschutz, aber etwa zum Beispiel auch für die Pflege von Angehörigen. Das nutzt Frauen wie Männer in Konzernen und damit machen wir die Konzerne, die Unternehmen, auch die Start-ups familienfreundlicher. Und damit bringen wir auch einen kulturellen Wandel in den Unternehmen in Gang, einen kulturellen Wandel, den wir auch mit diesem Gesetz, mit seinen anderen Teilen voranbringen wollen, nämlich mit der Vorstandsquote, die wir zum ersten Mal auf den Weg bringen. Und diese Veränderung von oben, von der Spitze und gleichzeitig die Veränderung von unten, auch durch strukturelle Rahmenbedingungen, die wir mit der Politik schaffen, durch Vereinbarkeit, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, all das wirkt zusammen und führt dazu, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen, was kein Selbstzweck ist, sondern was dazu führt, dass in Unternehmen bessere Entscheidungen getroffen werden, dass Unternehmen erfolgreicher sind, nachweislich, und was gerade den jungen Frauen, den Mädchen auch zeigt, man kann alles werden. Man kann auf Führungsposition werden, Führungsposition auch mit Familie vereinbaren. Auch Frauen führen große Konzerne gut und erfolgreich, bisher noch zu wenig, und das wird sich in Zukunft ändern. Und ein Punkt, der uns ganz wichtig war, ist, dass wir als Staat mit gutem Beispiel vorangehen. Und deshalb bin ich Annette Wittmann-Mauth so dankbar, dass sie als Vorsitzende der Frauenunion den Finger in die Wunde gelegt hat beim Thema Krankenkassen, Krankenversicherung, Sozialversicherungen. Das ist nämlich ein Bereich, wo sehr viele Frauen arbeiten, der für das Leben für viele Frauen verantwortlich ist, wo aber besonders wenig Frauen in den Führungsetagen sind und wo wir als Staat auch eine Verantwortung haben bei der Besetzung dieser Posten. Und deshalb haben wir auf Ihre Initiative hin diesen Punkt in unsere Gespräche mit dem Koalitionspartner eingebracht. Und in diesem Bereich machen wir strengere, viel strengere Vorgaben als bei der Wirtschaft. Hier gelten Quoten schon ab Vorständen, die zwei oder mehr Personen haben. Und das finde ich auch richtig. Da, wo der Staat Verantwortung trägt, der hat da eine besondere Verantwortung, auch für mehr Frauen in Führungspositionen zu sorgen. Auch das machen wir mit diesem Gesetz. Deshalb ein rundherum gutes Gesetz. Ich freue mich, dass wir es heute verabschieden können. Herzliches Dankeschön an alle, die daran mitgewirkt haben. Herzlichen Dank. Die FDP-Fraktion hat ja auch einen Antrag eingereicht. Da geht es allerdings eher um die Zeit, bevor man in das Arbeitsleben startet. Sie möchte Bildung und Projekte an Schulen fördern, besonders in den MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben in einer immer komplexer werdenden Welt. Wenn wir dieser auch in Zukunft erfolgreich begegnen wollen, brauchen wir unterschiedliche Perspektiven und gemischte Teams für die besten Lösungen. Daher teilen wir Ihr Ziel, mehr Frauen in den Führungspositionen, in den Vorständen künftig wiederfinden zu können. Aber für uns Freie Demokraten ist es auch klar, ein echter, nachhaltiger und innovativer Wandel gelingt nur miteinander. Statt einer Quote brauchen wir überzeugtes Handeln, meine Damen und Herren. Unser Ansatz ist es, ermöglichen. Er ist zukunftsfähig, berücksichtigt die unternehmerische Freiheit und die Interessen meiner Generation und die der folgenden. Wir, Sie sind die Arbeits- und Führungskräfte von morgen. Also fragen wir uns doch, wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten? Was tun die Unternehmen im Wettbewerb um die besten Köpfe? Und wie sind die Rahmenbedingungen zu fördern für Vielfalt und Vereinbarkeit?
Damit meine ich ganz konkret Beruf und Privatleben, ganz allgemein. Ob Hobby, Ehrenamt oder die eigene Familie, sprich Kinder oder pflegebedürftige Angehörige. Und natürlich wünschen sich das die Männer genauso wie die Frauen. Und deshalb wollen wir Entscheidungsfreiheit in beide Richtungen und für beide. Frauen, die Mütter sind, sollen auch Karriere machen können. Und Männer, die in Führung sind, sollen Zeit für die Familie haben können. Frauen nehmen Männern nichts weg. Nein, ganz im Gegenteil. Wir alle profitieren davon, meine Damen und Herren. Und deshalb freue ich mich an der Stelle ganz, ganz besonders, dass die familienbedingten Auszeiten für Führungskräfte nun im Gesetz verankert werden. Das großartige Engagement von Stay on Board, Verena, du bist heute unter uns, und unser Antrag tragen jetzt Früchte. Wie viel wir gemeinsam erreichen können, liebe Bundesregierung, das sehen wir, wenn Sie gute Anträge der Opposition in die Tat umsetzen. Denn Führungskräfte haben halt einfach eine ganz enorme Strahlkraft ins eigene Unternehmen und zu den Stakeholdern. Und genau diese Vorbilder, diese braucht unser Land. Und zugleich brauchen wir aber auch die Chance der Flexibilität. Wir brauchen endlich eine Reform des Arbeitszeitgesetzes für mobiles Arbeiten, aber auch neue Modelle wie Jobsharing und Topsharing. Wir brauchen Talentmanagement und Diversity Management in allen Ebenen und von Anfang an. Und Arbeitgeber und Vorgesetzte, die dieses moderne Rollenverständnis in die Tat umsetzen und aktiv fördern. Nur damit können wir den Kulturwandel unserer Zeit einleiten und erreichen nachhaltige Veränderungen. Und nein, lieber Herr Weinberg, liebe Union, wir sind noch nicht am Ende des Kulturwandels angereicht. Haben wir noch nicht erreicht, sondern erst, wenn Frauen ohne Quoten und Männer mit längeren Elternzeit bis ganz nach oben in den Führungsetagen vordringen können. Und das begrüßen wir, und dafür macht sich die FDP, die Fortschrittspartei, stark. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch die Linksfraktion hat einen Antrag eingereicht, in dem fordert sie, dass der Mindestfrauenanteil in Aufsichtsräten und Unternehmensvorständen entsprechend ihres Anteils an der Bevölkerung quotiert werden soll, also mit 50%. Doris Achelwilm spricht jetzt für die Linksfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Führungspositionengesetz von 2015 wird heute erneuert, damit Frauen bessere, teilweise überhaupt Chancen haben, in die Vorstände und Aufsichtsräte deutscher Unternehmen zu kommen. Die Situation ist teilweise wirklich mittelalterlich. Das Gesetz ist entsprechend konsequenter als sein Vorgänger, was sein muss, und widerspricht falschen Glaubenssätzen wie dem, dass es Frauen an der nötigen Qualifikation fehlt, dass sie sich besser behaupten müssten oder durch Quoten übervorteilt würden. Für einen echten Meilenstein allerdings bleibt die Reichweite des Gesetzes aus unserer Sicht dann doch noch ein bisschen zu bescheiden. Die Privatwirtschaft muss das Führungspositionen wirklich überhaupt nicht fürchten. Es betrifft bundesweit ein paar Dutzend Vorstände nur, die jetzt mindestens eine Frau nachbesetzen müssen, weil es sonst nicht passiert. Das ändert Selbstverständlichkeiten, für manche ein Tabubruch, aber ein überfälliger. Und hier hätten wir uns einfach noch mehr Konsequenz gewünscht. Zum Ausgleich von Lohnunterschieden braucht es größere Hebel, sicherlich. Zum Vergleich unter den Spitzenverdienenden, wo sich der Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern besonders niederschlägt, gibt es hierzulande fast 160.000 Männer und knapp 23.000 Frauen. Nur an dieser Schieflage wird das Führungspositionengesetz erstmal sehr wenig ändern. Und auch hier hätten wir uns mehr gewünscht. Die Zielgrößenregelung, von der viel in den Medien zu lesen war, wurde verschärft. Bislang konnten Unternehmen, die in Berichten geschlechtergerechte Zielgrößen nachweisen mussten, einfach null angeben, Frauen nicht vorgesehen. Diese Haltung läuft so nicht mehr durch. Ausnahmen von der Regel müssen nun ernsthafter begründet und offengelegt werden. Bei Pflichtverletzungen drohen Bußgelder, was wir auch richtig finden. Aber inwiefern die Einhaltung des Gesetzes angemessen überprüft und sanktioniert wird, das bleibt noch etwas zu vage. Bis heute sind die Vorstände börsennotierter Unternehmen zu fast 90% männlich. In Aufsichtsräten konnte diese Monokultur durch verbindliche 30%-Quotierung ein Stück weit aufgebrochen werden. Nur dort, wo fest quotiert wird, so ist es einfach, gibt es Bewegung über Schneckentempo und Stillstand hinaus.
Was nun für die Vorstände kommt, ist allerdings keine Quote, sondern eine Mindestbeteiligung, allein das Wort schon, von einer Frau pro Vorstand ab 3 Personen. Egal wie groß das Gremium ist, eine Frau muss zur Not reichen, und das kann es nicht sein. Auch die sinnvollerweise noch nachgearbeitete Regelung, vielen Dank auch von uns, Vorstandstätigkeiten unter Mutterschutz zu stellen, sie hat eine Kehrseite, weil Väter mit Elternzeitansprüchen anders behandelt werden und das allgemein vermittelte Geschlechterbild dann doch eher traditionell ist. Insgesamt weist dieses Gesetz noch nicht ausreichend über die Gleichstellungspolitik dieser Legislaturperiode hinaus. Die Aufgabe wurde bewältigt, aber es braucht noch stärkere Effekte, um Frauen tatsächlich gleichzustellen. An seiner Wirkung und Ausstrahlung muss noch weiter gearbeitet werden, auch wenn ich mir wirklich vorstellen kann, dass das alles schon reichlich Arbeit gemacht hat und auch das Maximum war, was in dieser Legislatur zu erreichen gewesen ist. Vielen Dank. Danke sehr. Doris Achelböhm, die Sprecherin für Gleichstellungs- und Queerpolitik der Linksfraktion, hat hier gesprochen. Auf sie folgt jetzt die Sprecherin für Frauenpolitik der Grünen-Fraktion, Ulle Schaufs. Auch die Grünen beschäftigen sich in ihrem Antrag mit einer Quote. Anders als die Linksfraktion, die 50% fordert, fordert die Grünen-Fraktion 40%. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Frau Ministerin, auch von meiner Fraktion alles Gute für Sie und Ihre Zukunft und danke für die gute Zusammenarbeit. Kurz vor Ende der Wahlperiode ringt sich die Koalition dazu durch, das Führungspositionengesetz 2 zur Abstimmung zu bringen. Das war knapp. Dieser Gesetzentwurf, der hier vorliegt, wurde durch weitere Kompromisse nochmals abgeschwächt. Das, liebe CDU-CSU-Fraktion, gleicht einem Unterbietungswettbewerb zur Frage, wie wenig Frauenförderung in einem Gesetz stecken kann. Um es klar zu sagen, mit der neuen Gesetzesfassung wird in den Vorständen keine echte Quote geben, sondern nur eine Mindestbeteiligung von einer Frau pro Vorstand, egal wie groß der Vorstand ist. Reine Männervorstände bleiben so weiterhin möglich und auch die Übergangsfristen wurden noch mal verlängert. Welches Signal wollen Sie damit eigentlich an die vielen Frauen im Land senden, die endlich gleiche Chancen wollen? Es ist höchste Zeit für eine Modernisierung unserer Wirtschaft. Wenn alle Talente berücksichtigt werden und Vielfalt in den Führungsetagen abgebildet wird, sind die Entscheidungen ausgewogener. Diversität ist ein Gewinn und Stay on Board ist auch einer. Und Deutschland hinkt um Jahrzehnte hinterher. Ein echter Kulturwandel in Chefetagen ist überfällig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich an die vergangenen Monate zurückdenke, wie die Lage und Nöte der Frauen viel zu spät in den Blick genommen wurden, dann lag das auch daran, dass in den Entscheidungspositionen noch immer überwiegend Männer sitzen, auch hier im Bundestag. Wer entscheidet, ist eben nicht egal. Und wir wollen den Kulturwandel jetzt. Dafür braucht es die kritische Masse von mindestens einem Drittel Frauen. Das zeigt die Forschung sehr klar. Das bestätigen auch die Erfahrungen von Vorstandsfrauen. Und wir haben in der Vergangenheit leider schon zu häufig gesehen, dass eine Frau allein es nicht richten kann, die männlich geprägte Kultur zu durchbrechen. Und darum haben wir Grüne einen konkreten eigenen Vorschlag formuliert und fordern in unserem Antrag eine feste Quote von mindestens 33% für alle börsennotierten und mitbestimmten Unternehmensvorstände. Die Quote soll auf dem Weg zur paritätischen Repräsentanz ab dem Jahr 2025 auf 40% ansteigen. Und wir Grüne wollen, dass die Unternehmen verbindliche Pläne für alle, auch für die unteren Führungsebenen, aufstellen. Denn faire Chancen müssen alle Frauen, egal auf welcher Stufe der Karriere sie sich befinden, bekommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend noch ein Wort zu den Aufsichtsräten. Warum sind Sie so zaghaft hier? Die Quote für Aufsichtsräte wirkt. Und die Unternehmen kennen diese Quote und sie haben mit einer Ausweitung gerechnet. Genau der Zeitpunkt, endlich diese Ausweitung auf den Weg zu bringen, denn bislang ist nur eine Gruppe von gut 100 Unternehmen betroffen. Wir wollen in der nächsten Legislatur eine Ausweitung auf mehr Unternehmen und eine Erhöhung auf 40% erreichen. Der Weg für eine moderne Wirtschaftspolitik muss geebnet werden, denn das ist jetzt dran. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das Wort geht an Katja Mast von der SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Frauen kommen überall hin. Das gilt in der Theorie, aber nicht in der Praxis. Und zwar besonders, wenn es um Führungspositionen geht. Und das, obwohl Frauen im Schnitt bessere Abschlüsse machen als Männer. An der Qualifikation liegt es also nicht. Deshalb liegt es an anderen Dingen, an Strukturen und Netzwerken. Das nennt man gläserne Decke. Sieht man nicht, gibt es aber. Viele sagen, Frauen bekommen Kinder und es mangelt an der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Manche sagen sogar, die Frauen sind selbst schuld. Das ist alles einfach nur Quatsch. Hauptverantwortlich sind die Strukturen und genau deshalb ändern wir heute die Strukturen per Gesetz. Zu lange hat die Wirtschaft gesagt, das ändern wir selbst. Es ist nichts passiert. Denn sonst wären mehr als 12% Frauen in Vorständen der DAX-Unternehmen. Das ist auch deshalb fatal, weil Unternehmen mit Frauen in Vorständen wirtschaftlich erfolgreicher sind. Also muss politisch gesteuert werden. Und deshalb führen wir heute die erste Mindestquotenregelung für die Vorstände in der Wirtschaft ein. Das ist ein historischer Erfolg, den wir künftig ausbauen können. Und wieso historisch? Erstens, weil wir Jahrzehnte dafür gekämpft haben. Mit wir meine ich nicht nur Frauen und Männer, sondern auch die vielen Verbündeten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und natürlich auch meine Partei, die SPD. Zweitens, weil von einer Quote in der Wirtschaft nichts im Koalitionsvertrag steht. Im Wahlprogramm von CDU/CSU stand lediglich, dass sie konkret im öffentlichen Dienst etwas ändern wollen. Kein Wort von der Wirtschaft und den Vorständen. Und weil ich ebenso wie Karen Marx und Sönke Rix bei den Koalitionsverhandlungen mit dabei war, weiß ich, es gab null Spielraum in den Koalitionsverhandlungen. Und drittens, weil unsere Ministerinnen Franziska Giffey und Christine Lambrecht mit Klarheit, Beharrlichkeit und viel Unterstützung am Ball geblieben sind. Und eins ist klar. Ohne SPD in dieser Bundesregierung gäbe es diese Vorstandsquote heute nicht. Ach ja, und dann höre ich leider viel zu oft, das helfe nur wenigen, nur Spitzenmanagerinnen. Das ist völlig falsch und auch Quatsch. Denn wer Frauen in Vorständen braucht, muss einen Kulturwandel einläuten. Konkrete Frauenförderung auf allen Ebenen im Unternehmen. Wir machen noch viel mehr, das ist schon zu Wort gekommen in dieser Debatte. Und deshalb das Führungspositionengesetz 2 ist ein historischer Meilenstein. Die Mindestquote in Vorständen ist da. Und wir als SPD werden weitermachen mit Klarheit, Beharrlichkeit und der Unterstützung aus der Gesellschaft. Ich freue mich darauf, denn unser Ziel ist und muss es sein, 50-50. Das ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, nein, das ist auch gut für unsere Unternehmen und die gesamte deutsche Wirtschaft. Katja Mast sprach hier von einem historischen Meilenstein. Zumindest hat der Gesetzentwurf zur Quote in den Führungspositionen in der Privatwirtschaft jahrelange Diskussionen gebraucht, bis er hier jetzt im Bundestag heute darüber abgestimmt werden kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, stay on board. Bleibt dabei in Führungspositionen mit Familie. Das ist der zentrale Punkt, den wir auch geändert haben in dem Gesetzgebungsverfahren und wo wir ein bisschen, so hatte ich das Gefühl, die beiden Ministerinnen auch zum Jagen tragen mussten.
Worum ging es oder worum geht es? Drei Punkte möchte ich hervorheben. Nadine Schön hat es eben schon angesprochen. Erstens einmal, Vorstände sind keine Arbeitnehmer. Und deshalb mussten wir den Mutterschutz auf Vorstände erstrecken. Das ist der erste Punkt. Hier gibt es jetzt einen gesetzlichen Anspruch. Und der zweite Punkt, es geht um Familie. Es geht um die typischen Lebenssituationen in der Familie. Schwangerschaft, Geburt, Pflegebedürftigkeit, Krankheit. Für diese Zeiten führen wir einen Anspruch ein, der nur noch durch wichtige Unternehmensgründe in den ersten drei Monaten in Frage gestellt werden kann. Ein riesiger Schritt nach vorne. Und für bis zu 12 Monate führen wir eine Ermessenslösung ein, wo gesagt werden kann, auch da kann noch etwas gegeben werden für die Kompatibilität von Familie und Beruf. Wir gehen hier einen ganz großen Schritt nach vorne. Und ich möchte Verena Pauster, die oben auf der Tribüne sitzt, die auch ich begrüßen möchte, herzlich danken dafür, dass sie diese Initiative öffentlich groß unterstützt hat. Denn ich glaube, sonst hätten wir die breite Unterstützung des Hauses in diesem Punkte nicht gehabt. Herzlichen Dank. Und natürlich geht auch mein Dank an die Ministerin, denn die gesetzestechnische Umsetzung auch dieses Ergänzungspunktes war nicht ganz einfach. Alles Gute für die Zukunft, auch bei dieser Gelegenheit. Lassen Sie mich drei Punkte nennen. Es ist von vielen Praktikern gesagt worden aus dem Bereich der Unternehmensberatung, das braucht es alles nicht, das kann man vertraglich regeln. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man eine gesetzliche Regelung hat, von der man ausgeht und wo man dann sagt, wir modifizieren das dann von der gesetzlichen Regelung her, auch für die durchaus regelungsnotwendigen Fälle, wo man sagt, man bleibt vielleicht teilweise dem Unternehmen erhalten, oder ob man die Regelung erst erkämpfen muss. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir haben auch über die Frage nachgedacht, braucht man eine solche Regelung auch für Aufsichtsräte? Da haben wir gesagt, nein, das braucht man nicht, weil Aufsichtsräte typischerweise Nebentätigkeiten sind. Und der dritte Punkt, über den wir nachgedacht haben, ist, könnte man nicht eine Regelung des Ruhens einführen? Und da haben die Gesellschaftsrechtler aus dem Hause uns auch mich am Ende überzeugt, wir sollten in der Systematik, die wir haben, drinbleiben. Widerruf der Bestellung und Neubestellung. Das ist das, was wir gemacht haben. Ein gutes Gesetz. Und dafür bitte ich um Zustimmung. Herzlichen Dank. Herbert Hirte war das für die Unionsfraktion und er leitet auch seit Ende 2019 den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Die letzte Rednerin in dieser Debatte zur Geschlechtergerechtigkeit kommt ebenfalls aus der Unionsfraktion, wartet hier schon darauf, dass sie aufgerufen wird, Silke Launert. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben uns ja wirklich bemüht, aber trotz aller Anstrengungen konnten wir leider keine passende Bewerberin finden. Wir würden ja gerne mehr Frauen in unsere Führungsetage holen, aber leider gibt es nicht ausreichend qualifizierte Bewerberinnen, deren Profile auf diese Stellen passen. Ich glaube, das sind Sätze, die haben wir jetzt viel zu oft und viel zu lange gehört und ich hoffe, damit endlich Schluss ist. Die Zeit der Ausreden ist vorbei. Denn auch wenn es immer wieder behauptet wird, es gibt sie, die qualifizierten, motivierten, engagierten Frauen, die gerne in Spitzenpositionen wollen und die da auch hingehören. Es gibt sie, man muss sie nur suchen, fördern, aufbauen. Vor einigen Jahren haben wir den ersten Schritt gemacht mit dem Führungspositionengesetz 1. Und so wie das ist in einem Rechtsstaat, es gibt immer den Vorrang im Rahmen der Verhältnismäßigkeit, erst das mildere Mittel, wenn es geeignet ist, zu wählen, haben wir uns darauf eingelassen und haben den Unternehmen vertraut, dass man das freiwillig hinkriegt. Wir nehmen Rücksicht auf die Unternehmen immer wieder, weil die auch eine Grundrechtsposition haben. Aber wir haben auch den Auftrag aus der Verfassung, auf die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung hinzuwirken. Und leider hat dieser freiwillige Weg nicht geklappt. Und besonders ärgerlich ist es immer wieder dieser hohe Anteil an Quote Null. Nur Männer sagen, nur Männer sind immer der qualifiziertere Weg. Wir geben uns eine Quote Null. Deutlicher kann es nicht sein, dass es eine gläserne Decke gibt und deshalb diese Durchbrechung.
Es ist eine Durchbrechung, dem einen nicht weit genug, der andere Zug für den anderen viel zu weit. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich habe leider immer als letzte Rednerin der CSU sozusagen die Arschkarte gezogen. Aber ich möchte diese Ausdrücke nicht stehen lassen. Ich möchte es nicht stehen lassen hier, dass man sagt, und Unternehmen verpflichtend untaugliches Personal. Ich verstehe nicht, dass sich nicht massenhaft die Frauen unglaublich beleidigt fühlen von solch einem Ausdruck. Es ist eine Frechheit. Untaugliches Personal. Die Unternehmen können ihre eigenen Frauen fördern und qualifizieren, und Frauen sind nicht untaugliches Personal. Die Frau als Quotenfrau abstempeln. Sie stempeln Frauen als Quotenfrau ab. Sie stellen Ministerinnen als Quotenministerin ab. Wir brauchen Frauen, die machen ihren Job. Und die machen ihn gut und die bewähren sich in ihrem Job und werden nicht abgestempelt als Quotenfrau. Man kann eine andere Meinung haben mit der Quote. Das kann man. Wenn man die Wirtschaft an erster Stelle steht und es nicht um einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Verfassungsgütern geht. Aber man sollte Frauen nicht dermaßen abstempeln. Das fand ich schrecklich. Es hat mich echt zutiefst betroffen in einer der letzten ganz, ganz wichtigen Debatten in diesem Hause. Schönen Tag.